Um mit Ihren Schülern eine Schreibdiskussion zu führen, können Sie Etherpads verwenden. Ich benutze hier die Seite von Zoompad. Um ein neues Pad zu erstellen, drücken Sie auf Neues Pad. Dies funktioniert in den meisten Fällen ohne Registration. In der oberen rechten Befehlszeile finden Sie das Teilen-Symbol. Dort finden Sie den Link, den Sie Ihren Schülern zum Bearbeiten dieses Pads schicken können. Rechts nebendran finden Sie die Übersicht, wer alles an diesem Projekt mitgearbeitet hat und sich eingeloggt hat. Das eigene Farbschema kann man selber durch Klicken des Farbbuttons ändern. Ich habe für mich die Farbe Blau ausgewählt. Hier unten sehen Sie eine Vorschau der Farbe, die gewählt wurde. Nun geben wir eine These ein. Diese können wir als Überschrift formatieren, sodass sie größer erscheint. Schüler können jetzt selbstständig Texte einfügen und somit eine Diskussion starten. Jeder Schüler erscheint in der selbstgewählten Farbe. Viel Spaß beim Ausprobieren!